war ja schon abgestempelt zum Schlachten. Echt? Ja, sicher. Warum ist er ja auch 6 Jahre alt geworden? 6 Jahre? Ja. Phönix aus der Asche kommt mit 6 Jahren so gut auf der Rennbahn. Keiner hat ihn am Laufen gekriegt. Ja, mein Freund, dann habe ich dich gerettet. Ja, das kann man ja wohl sagen. Ne? Zweimal vierter Platz schon bei 2 Rennen, das ist schon enorm. Bitte? So, die machen wir gleich mal. Heinz, und Platz musst du heute machen. Ich habe hohe Summen eingesetzt für Platz. Ja, auch. Ja. Start Nummer 11. Wenn man in dem Rennen sind alleine 7 Pferde drin, die laufen das erste Mal. Die haben sich in 17, 18, 19 alle qualifiziert. Ja, durch deine Erfahrung kommst du von Platz 11 gut rein. Ja, nun. Und wenn ich dein Geld kriege, 100 Euro gibt es ja sowieso. Ja, ja. Ja, waren wir da. Haus von der Rennbahn aus. Aber ich würde das jetzt so nicht wiederfinden. Weil diese Petkes da, wo er da ist, kenne ich ja sowieso nicht. Die Vorbereitung zum zweiten Rennen von Heinz Kuhsträter. Fertig machen zur Parade. Ja. Ach, die Sonne ist auch wieder da. Ja, hi. Hi. Natürlich. Peter, Paul, ja. Den Bünter hast du auch erkannt, ne? Ja. Der ist auch 85. Ja? Ja. Den liegt auch noch? Ja. Der hat mir heute einer, der Franz Klein, hat ihn gestern getroffen. Oh. Und der hat mir viele Grüße. Wir stellen den Kuhsträter mal eine schöne Grüße. Aha. Ja, und sag ihm, dass ich auch 85 bin. Oh. Ich habe doch früher für den, musst du auch noch wissen, Pferde gearbeitet. Ja. Und die Gerolds-Leute da. Ja, ja. Gerolds-Miss. Gerolds-Miss war die Beste. Ja. Hatte ich mit den Schneider zusammen, ja. Hat mir von denen gepachtet. Gerolds und der Hofer. Schneider hat mich nicht in Ruhe gelassen. Komm, wir geben sie ab, wir verkaufen sie. So, und der Idiot hat mich so fertig gemacht, dann haben das Pferd zu kaufen. Der hat die Klotz gewonnen nachher, ne? Der hat 115.000 hinterher gewonnen. Dann kam auch der Gerolds Joker, ne? Ja. Da war ein riesen Reinfall. Und dann erst, da war ich in Urlaub, da hat der Beckermeier so gefahren, hat auch gewonnen. So, und er hat der Dautzenberg die gehabt. Das Ergebnis ist endgültig aus dem ersten Rennen. 683 lautet es, Sieger die 6 Hour of Steel mit Kopf 4. Zweiter die Fast and Furious mit Michael Ninchik und dritter die 3 Mad World mit Tim Schwarmer. 683, vierter dann die 9 Samsung Riss. Und dann die 5 Hands Down und 6. die 2. Ja. Und Massai, die Siegzeit von Heart of Steel, 1:15:1 und der Sieg überlegen los. Mittlerweile ist genau 3,5 Länge, die weitere Länge eine Länge mehr als eine halbe Länge und so. Eine 4, 3, Länge, die ja. Ja, aber dort hast du damals so ein Fahrblick. Ja, hauptsächlich. Ja, ich auch. Fettes Rennen. Da hast du jetzt schon fast da war. Da hast du jetzt damals wieder 9 habe ich gesehen. Wir starten alle. Und wann läuft der wieder? Können die Rotzen nochmal suchen? Teilnehmer, es gibt keinerlei. Ich habe in Berlin eingefangen, aber weiß ich. Dort hat die erste Meisterin im Programm. Der war 3 Tage vorher für den Ruf. Ja, hat ja keinen Zweck da. Und danach ging es ja richtig. Letzte Woche vor 3 Tagen spiegeln lassen, wenn es voll ist oben. Hin. Ja, ja, dauert 2 Stück. Und zwar eins. Im Winter passiert das nicht. Bei Frost und Schlaf ist das passiert. Immer dieser scheiß Übergang, 7 Grad plus, und dann ja, geht es runter auf 15 Grad und dann ist einfach die Kacke. Zweites Rennen in Gelsenkirchen wieder auf dem Vierer mit einer diesmal offenbar sehr veranlagten Stute. Wäre vielleicht mal rausgenommen, dass wirklich so ist. 3-jährig Samima Ferro. Qualifikation in Gelsenkirchen, wie was? Gefahren ohne. Ja,
Letztes Mal haben wir welche drauf gemacht, die waren so schwer, die sind da nicht eingelaufen. Gegen die Sonne ist immer so blöd. Ja, Namen? Diablo Simoni, Dio Gensler, die Sieger.